Bevor das Video überhaupt anfängt, werde ich mich wahrscheinlich 10.000 Mal wieder versprechen, 1.000 Mal Intro sagen. Und ja, deswegen versuche ich das alles jetzt in einem Ruck zu machen und sage Intro und bis gleich. Da sind wir auch schon wieder und Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt zur zweiten Folge unserer Game Show. Wir reden heute mal wieder ein bisschen über Spiele und fangen auch direkt an, und zwar mit der Gamescom, und zwar mit ihrem Electronic Arts, also EA, die jetzt ihr Lineup bekannt gegeben haben für die Spiele, die sie präsentieren werden, einmal für den Businessbereich und einmal für die normalen Menschen. Dazu zählen unter anderem Crysis 3, der FIFA Sports Manager 13, FIFA 13 natürlich, Medal of Honor. Für den Businessbereich wird es die gleichen Spiele geben und noch ein paar dazu, und zwar Army of Two, The Devil's Cartel, The Sims 3, bevor ich das vergesse, gucke ich lieber auf meinen Zettel, Battlefield 3, Armored Kill, Dead Space 3 und NHL 2013. Machen wir gleich weiter mit geilen Spielen, und zwar der Counter-Strike Global Offensive Beta. Oh, wieso kann ich nicht reden, verdammt. Ich muss doch nur sagen, Counter-Strike Global Offensive Beta, 21. August kommt das ganze Spiel raus und am 14. kann man die Beta spielen. Für jeden, der über Steam sich das Ding vorbestellt hat. Oder auf anderen Dingern, keine Ahnung, ich habe es mir über Steam vorbestellt. Und da stand 14. August. Ja. Und auf jeden Fall kommen da noch ein paar Updates dazu, und zwar recht zügig. Und zwar ein großes Update, das Benutzerinterface und so weiter und der Kommentarsupport verbessert wird, die Maps nochmal ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob die neue Maps reinbringen wollen oder ob die alten ein bisschen verbessert werden oder optisch oder irgendwas, keine Ahnung, stand nicht so genau da, wo ich geguckt habe. Und ja, auf jeden Fall soll ein bisschen was geändert werden und auf jeden Fall viele Bugs gefixt werden. Man darf gespannt sein, und am 14. August können wir endlich alle selbst spielen. Oh, Halleluja. Dann hat die Pocket Edition von Minecraft ein paar Updates erhalten, und zwar das Update 0.3.3, was Skelette, Spinnen, Bögen, Feuerstein und Knochenmehl dazu bringen wird und das Ganze nochmal ein bisschen interessanter machen wird. Ja, cool. Dann hat GameStop natürlich jetzt wieder mal eine richtig geile Aktion, und zwar pünktlich zur Gamescom, und zwar die 9,99 Euro Aktion, in dem jedes Spiel, also jedes aktuelle Spiel, 9,99 Euro kosten wird, also zum Beispiel Halo 4, Sleeping Dogs und so weiter. Aber dafür muss man zwei alte Xbox-Spiele, also Xbox 360-Spiele oder zwei alte PS3-Spiele eintauschen, und dafür kriegt man jeden neuen Titel für 9,99 Euro. Man kann sich im Internet auf der GameStop-Seite selbst die Eintauschliste sozusagen angucken, und ja, also natürlich stehen da fast nur aktuelle Spiele drauf, die dir dann wieder für teuer Geld verkaufen werden, was Bullshit ist. Bullshit. Aber wenn man zufälligerweise, also ich habe auch gesehen, dass das auch so Spiele dabei, so wie Portal 2 und Sonic und so weiter, und wenn man nicht mehr so große Lust auf Portal 2 hat zum Spielen oder sowas, oder auf Sonic, wenn man es durchgespielt hat und es gibt keinen Multiplayer oder sowas, und man möchte es doch vielleicht nicht mehr haben, ist das auch ein gutes Angebot, also zwei Spiele einzutauschen und dafür ein neues Spiel für gerade mal 10 Euro abgreifen zu können. Kann auch ein gutes Angebot sein, aber es stehen auch wirklich ein paar Spiele dabei, die wirklich so aktuell sind, dass es sich überhaupt nicht lohnt, das einzutauschen, nur um dann wieder ein neues Spiel zu kaufen. Ja. Müsst ihr einfach mal vorbeigucken auf der GameStop-Seite, ist die Eintauschliste. Ja, ob euch da was gefällt. Dann kam jetzt vor kurzem ein neues Video, und zwar zu League of Legends, dem neuen Charakter Rengar, der schon auf den Beta-Servern zu spielen ist. Der Junge wird richtig OP, glaube ich, also ein AD-Bruiser, der ordentlich Schaden klatscht, hat ziemlich übertriebene Attacken. Seine Passive ist, dass er aus den Buschen rausspringen kann und einfach die Gegner direkt attacken kann, ohne dass es irgendwas kostet und so weiter, so ein bisschen so wie Jax. Der auf die Leute zuspringen kann, und das aus jedem Busch, und oder wenn er gestealthed ist, also wenn er unsichtbar ist. Heftig. Echt heftig. Aber mal gucken, wie er dann im Spiel im Endeffekt ist. Ja. Dann wurde das Verkaufsmodell von WarZ, also dem ähnlichen Spiel wie DayZ, bekannt gegeben. Und zwar wird es sich so verkaufen wie bei Minecraft. Praktisch, dass man es ab der Beta kaufen kann. Da wird es noch 15 Euro kosten, und es wird halt immer steigen. Aber die Leute, die sich einmal für 15 Euro gekauft haben, die müssen nichts mehr bezahlen, sondern kriegen alle Updates dann sozusagen umsonst. Und das fertige Spiel wird dann wahrscheinlich 30 Euro kosten. Ja, so ähnlich halt wie bei Minecraft.
Gun Game in Battlefield 3. Klingt eigentlich recht interessant, heißt aber nicht Gun Game, sondern Gun Master. Und das Spielprinzip ist gleich wie bei CS. Man fängt mit der Pistole an und arbeitet sich dann hoch. Und dabei soll die Waffenrotation vom Admin selbst bestimmt werden können, damit es nicht immer das gleiche ist. Klingt interessant. Mal gucken, wie das Ganze dann im Spiel funktionieren wird oder ob es schon gibt. Ich habe jetzt nur heute mal darüber was gehört. Und mal gucken, wie es ausschaut. So Leute, das war's auch schon wieder mit unserer zweiten Folge der Gameshow. Heute mal nicht ganz so lange, weil morgen schon wieder die Schule anfängt und ich muss eigentlich noch ein Buch lesen. Und ja, deswegen ist das Ganze ein bisschen kürzer ausgefallen. Wahrscheinlich werde ich es auch heute nicht mehr hochladen. Vielleicht schaffe ich es auch, das alles zu schneiden, weil ich habe mich auch versprochen. Also ich könnte eine eigene Folge mit meinen Versprechern machen. Wäre länger als die Folge, die wir jetzt wahrscheinlich hier abgedreht haben. Ja. Okay, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, ihr konntet ein paar Neuigkeiten mitnehmen und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein, bis dann, ne?